Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. So, in der letzten Folge, da haben wir uns ja hier deutlich mit dem blauen Konkurrenten angelegt. Wir schicken mal noch ein Schiff zur Reparatur. Hier haben wir auch schon eins, das wurde repariert. Das können wir hier mal wieder runterschicken. Wir haben hier die blaue Insel unter Beschuss genommen. Die hat jetzt inzwischen, da hat die wieder ein Kontor stehen, ne? Schicken wir vielleicht mal das Schiff. Na nee, das Sch Moment. Das große Schiff, das gerade auf dem Weg ist, schicken wir dann doch mal. Ja, Moment, hier unten runter. Aber da, ich glaube, die Weißen, die greifen uns ja jetzt auch an. Wir bauen dann mal noch ein Kampfschiff. Ich bin da mal so frei. Das hier müsste mal repariert werden. Okay, das geht jetzt nicht beides gleichzeitig. Sollen Sie doch bitte erst das reparieren? Ah ja, und wir haben hier kein Holz, genau. Dann nehmen wir uns mal das Schiff, das hat keine Handelstour. Dann soll es hier mal Holz abholen. Hier haben wir ja Schwaden ziehen durch die Gassen, immer genug ein Holz. Feuer schwelt. Ja, da ist ja direkt die Feuerwehr um die Ecke. Irgendwo. Da oben kommt schon mal eine an und dann haben wir hier unten irgendwo noch eine. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ah ja, hier unten haben wir noch eine. Ja, und geht das hier voran? So, warum haben wir denn hier in der Erdschmelze kein. Ach, wir haben hier kein Holz. Das ist das Problem. Okay. So, Pionier kann man mal ordentlich mit Steuern belasten. Alles klar. So, und das Schiff ist das. Im Moment, das müsste das leere sein. Geschwindigkeit erhöhen. Okay, und. Na, nehmen wir mal alles in Holz mit und laden das dann da ab. Der Euer Geschwindigkeit Konkurrent hat ein neues Schiff gehe ich mal gebaut. rauf. Das Schiff fährt hier hin und greift das Kontor an. So. Okay. Dann lassen wir mal die Geschwindigkeit wieder schneller laufen. Das ist Nahrung, die transportiert wird, die wir hier auch dringend brauchen. Ja, wobei. Piraten greifen euer Schiff an. Bitte. Das hier wird angegriffen. Okay, Piraten gibt es hier noch. Nun gut, da hat er sich wohl den falschen besorgt, den falschen angegriffen. Ein Friedensabkommen wurde unterzeichnet. Sehr gut. Ein Handelsabkommen wurde unterzeichnet mit dem Weißen. Das gefällt mir doch. So, der fährt zurück hier hin. Der entlädt sein Holz. So, und das Schiff hier kann repariert werden. Und die Eisenproduktion kann auch wieder vonstatten gehen hier. Ja, das war der falsche Knopf. So, hier entladen wir noch ein bisschen Holz. Stellen das Schiff hier vorne ab. Und er hier beschießt mal fleißig das blaue Kontor. Der blaue Konkurrent, ja, der wird einfach mal Euer Konkurrent vernichtet. hat ein neues Schiff. Wir wollen ihn hier auf jeden Fall von der Insel vertreiben oder zumindest von der Tabakinsel, die er hier hat. Da brauchen wir dann auch eigene Truppen für eine Invasion. So, mal sehen, dass wir uns hier welche besorgen. So, wie sieht's aus mit Kanonen? Oh ja, da haben wir genug. Dann können wir hier mal eine Schwertschmiede wäre eine Möglichkeit. Musketenbauer wäre noch besser. So, Musketen bauen. Wo bauen wir die denn? Bauen wir die da, wo wir Platz haben, würde ich vorschlagen. Hier oben haben wir noch Platz. Bauen wir die dahin, die Musketenbauer. Ja, dann schauen wir doch Dein mal. Schiff wurde repariert. Das kleine. Okay, und das geht wieder auf Reisen. Bringe nochmal das Gold weg. Das wird nämlich gleich aus sein. Da werden die sich hier beschweren. Ja, das ist schon aus. Da ist hier die. Ja, man sieht es schon. Bei den Aristokraten ist die Laune nicht die beste. So, und dann das große mal reparieren. So, und da greifen wir wieder das Kontor an. Die greifen hier das Kontor an, um den Handel einfach zu unterbinden. So, hier das Haus angreifen.
Vielleicht noch das Badehaus, wenn möglich. Ja, es geht auch. Das macht dann mindestens die Bürger unglücklich. Verringert die Steuereinnahmen. Angriff. Ja. Und das war schon zerstört. Sehr gut. Dann können wir ja nochmal hier runterfahren. In die Wanten! Eure Schiffe wird angegriffen. Oha. Gebt Breitseite! So, da haben wir den Mann gegriffen. Fahre nochmal hier ran. Ah, sieht man hier, er hat einen Galgen. Einen Galgen da stehen. Das kann ja kein guter Herrscher hier sein, wenn der da einen Galgen aufstellt. Breitseite! So, und dann greifen wir hier noch die Häuser an. Können wir den angreifen hier? So. Gebt Breitseite! Ne, kriegen wir nicht hin. Reparatur beendet. So muss das sein. Und wieder auf das Kontor. Sehr gut. So, das zweite Schiff ist fertig. Das schicken wir dann auch nochmal hier runter. Ja, vielleicht doch hier hin. So, und jetzt können wir ja hier vorne... Genau, jetzt wird hier das Schiff gebaut. Sehr gut. Okay, Musketenbauer ist in Betrieb. Das sieht gut aus. Wir haben auch schon die ersten Musketen. Was soll denn hier eine Burg kosten? Da können wir ja dann die Truppen ausbilden. Oder brauchen wir dazu eine große Burg oder eine Festung? Ich weiß das gerade nicht genau, welches Gebäude wir dafür brauchen. Wir gehen mal auf die große Burg. Die können wir ja hier oben hinbauen. 90 soll die kosten. So, die Aristokraten zahlen wieder Geld. Die dürfen auch gern noch mehr werden. Wir haben jetzt alle Waren. Das weiß zu gefallen. Und wie ich sehe, können wir hier noch eine Mühle gebrauchen. Es fehlt an Kakao. Bauen wir dann mal dahin. Mit Straßenanbindung natürlich. Es fehlt an Kakao. Hier fehlt es an Kakao. Achso, ja, das hatten wir ja schon mal. Dann bringen wir hier mal Kakao hin und wir brauchen hier Werkzeuge. Na gut. So, was ist denn das für ein... Ach, das holt da unten das Gold ab oder Werkzeug. Das blaue Schiff. Ich weiß nicht, Waren auf jeden Fall. So, wir greifen hier wieder an. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das ist hier unsere Goldinsel, genau. So, dann haben wir hier... drei Schiffe für den Angriff auf das Kontor. Greifen die Mauern an. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Sollten vielleicht auch mal seine Werft noch vernichten. Ja. So, das lassen wir mal hier. Die Schiffe schicken wir... Na, die schicken wir runter. Wir greifen damit mal hier hinten da seinen Marktplatz an. Um den dann zu zerstören. In der Hoffnung, dass er dann hier seine Gebäude verliert, weil er da keinen Marktplatz mehr hat. Na, sieht mal, er hat da sogar Burgen stehen. So. Ja. Okay. Werkzeuge werden hier nach wie vor noch verbraucht. Das ist gut, einmal, ich denke mal, fürs Schiff. Aber da bin ich mir gerade nicht... Nee, da werden keine Werkzeuge gebraucht. Dann ist das für die Aufwertung... Ja, genau, für die Aufwertung der Häuser. 2000... Nee, Moment, 1000 Aristokraten haben wir jetzt hier. Geschwindigkeit wieder runter und das Schiff, die Schiffe hier hinfahren lassen. Vermutlich wieder das Kontor angreifen, genauso ist es. Und auch da oben Kontor angreifen. Oh, wieder angegriffen. Und bitte? Ja, das ist hier der Turm, genau. Und dann da durcharbeiten.
Also bei mir ist es ziemlich laut. Ich hoffe, ich muss nachher nicht so viel runterregeln. So, da war das Video für den Schiffsbau. Schicken wir das nächste Schiff hier mal zum Ausstatter. Ja, okay. So, Geschwindigkeit runtersetzen. Der Konkurrent baut ja noch weiter Schiffe. Schauen wir doch mal, wo er seine Werft hat. Ach, hier hat er noch eine Werft. Fahren wir doch mal hin mit unseren Schiffen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Der hier. Weiter angegriffen. Eines angegriffen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja. So. Sehr gut, das kommt da hier runter. Moment, wir hatten ja. Genau, wir hatten einen. Hatten wir nicht ein fünftes Schiff? Ach, genau, klar, das wollen wir ja gerade ausstatten. So. Und 14 Kanonen einsetzen, den Rest zurück. Und das Schiff fährt dann noch hier unten runter. Anderen beiden stellen sich dann. Na, komm hier auf Kampf. So, jetzt wollen wir mal nicht nur kämpfen, wir wollen ja hier auch nochmal Werkzeuge rüberbringen, damit sich die Insel weiterentwickelt. Denn hier haben wir ja auch. Was haben wir hier? Nur Kaufleute mit sehr schlechter Laune, weil die keine. Weil die kein Theater haben und keine Stoffe haben die hier. Warum haben die denn hier keine Stoffe? Bringen wir da nicht welche rüber? Ich dachte, wir bringen hier welche rüber. Hier haben wir nämlich so viel Stoff. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Das wird angegriffen. Das greift selbst an. Das kommt noch dazu. Das stellt sich dann hier hin. Und die greifen die Werft an. So, und hier schauen wir mal, dass wir. Also wie gesagt, hier erstmal Werkzeuge hinbringen. Ja, da Werkzeuge hinbringen und dann wollen wir da auch noch dafür sorgen, dass wir da mal ein bisschen an hier Stoffen haben. Wir haben hier 140 Stoffe, dann bringen wir denen mal 100. Fahren wir da mal hin. Und dann werden wir denen auch mal später noch eine Versorgungslinie einrichten müssen, sodass die da ständig Stoffe transportiert bekommen. So, ich gehe wieder runter mit der Geschwindigkeit. Die beiden Schiffe dürfen hier wieder das Kontor angreifen. Die haben das platt gemacht. Super, die Werft ist zerstört. Mehr als was? 500? 500. So, okay. Und dann. Der Alkohol geht zur Neige. Entladen, entladen, entladen. Der Alkohol geht zur Neige auf der Hauptinsel. Oha. Ja, der ist schon zur Neige gegangen. Da kommt aber wieder was. Sehr gut. So, und hier haben wir. Ja, hier haben wir noch 9 Tonnen. So, mal schauen, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr bauen. Anbauen. Okay. So, dann nehmen wir uns das Schiff hier mal vor, schnappen uns das, schicken das wieder hier hin. Um dann vielleicht doch nochmal Werkzeuge aufzuladen. Und damit auf der Weininsel noch einen. Weinberg anzubauen. So, wir fahren damit zum Kontor. Damit wird angegriffen. Das hier oben greift an. So, da unten hat er noch ein großes Kontor stehen. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Na, angreifen doch bitte. Die hier auch angreifen. Die haben schon wieder angegriffen. Sehr gut. Und, wir könnten ja mal die Kapelle hier zerstören. Wenn wir da rankommen. So, mal sehen. Das Kontor, das funktioniert ja auch, wenn es zerstört ist, wie man sieht. Tja, ich bin mal gespannt, ob wir da an die Kapelle rankommen. So, das ist kaputt. Sehr gut. Dann machen wir die Fischerhütte kaputt. Rinderhof.
Okay, und hier, das sieht auch wieder gut aus. Vielleicht können wir hier unten auch Setzt neuen Kurs! mal hier unten ranfahren und. Ah, das zerstört schon von selbst. Da. Alkohol geht wieder zur Neige. Ja, aber wenn das Schiff gleich wieder unterwegs ist und Alkohol holt. Ja, okay, das holt nicht, offenbar nicht genug. Wir stellen hier nicht genug Alkohol her. So, also, das soll nochmal Werkzeuge aufladen. Wie viel brauchen wir für einen Wein, für ein Weingut? Zwei Werkzeug, drei Stein, drei Holz, acht Stein. Okay. Also, nochmal acht Stein. Und mit dem Schiff hier hinfahren. Wo will denn das hin? Ach, das wird. Ah, okay. Na klar. Das Kontor ist auf der anderen Seite der Insel. So, und die kämpfen hier nochmal fleißig. Die schießen den Turm kaputt. Hier wird das Kontor zerschossen. Und wir geben nochmal ein Schiff in Auftrag. Noch ein Kriegsschiff. Das kostet jetzt eine Menge an Stoffen, denke ich mal. Aber wir produzieren da echt eine Menge. Ja. Es mangelt an Alkohol. Ja, ich weiß, dass es an Alkohol mangelt. Das ist ein ständiges Problem, das wir hier haben. Alkohol ist Mangelware. So, wie geht's den Leuten hier? Denen geht's gut, also können wir die Steuern aufdrehen. Wir haben jetzt also Stoffe bekommen. Klar, wir haben ja gerade 100 Tonnen hingeliefert. Dann müssen wir dann gleich nochmal die Linie einrichten, dass auch dauerhaft so bleibt. Okay, und hier wieder. Ja, da müssen wir echt mal Truppen schicken. So, hier nochmal eben das Entladen, damit wir dann hier auch den das neue Weingut hier einrichten können. Und zwar hier oben. Ja, das sieht gut aus. Ja, vielleicht können wir auch den. Ja, machen wir erstmal da oben noch ein Weingut hin. Ich glaube, wie wir jetzt den Platz verschwenden, ist eigentlich egal. So. Und dann geht's hier runter und dahin. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay, dann schnappen wir uns das gleich mal und zerschießen es, denke ich. Wer ist der? Achso, das ist der Weiße. Naja, nee, der soll ja Schiffe bauen. Das ist doch unser Verbündeter, mehr oder weniger, habe ich gedacht. So, der ist auch nicht mehr böse, wenn wir den Blauen angreifen. Das sieht also sehr gut aus. Okay, so, jetzt hier auf dieser Seite. Was brauchen wir hier noch? Nur noch das Theater. Das war noch hier das Theater. So, das sollen sie doch bekommen. Zack, Der steht da das Alkohol geht zur Theater. Neige. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt. Überprüft eure Handelsrouten. Oha, der hat das jetzt beendet. Na gut. Wir haben keinen Alkohol mehr. Der Weiße, der muckt jetzt ein bisschen auf. Sieht man hier, dem geht's wohl auch ganz gut. So sollte es doch sein, dachte ich. Verstehe, wer will. So, wo haben wir unser Schiff? Wir hatten doch hier. Ach ne, hier unten hatten wir kein Schiff stehen. Wir hatten das da. Greifen hier wieder an. Greifen da wieder an. Und greifen hier auch wieder an. Ja. Können wir dann nochmal hier die Fischhäute angreifen? Ich denke mal, hier müssen wir auch gleich wieder ran. Mal ein bisschen näher. Vielleicht können wir ja den Hafen blockieren. Ja, wohl eher nicht. So, und hier können wir mal ranfahren. Setzt die Vorsegel! Und hier den Marktplatz zerstören. Geht das? Warum geht denn das nicht? Das müsste doch eigentlich Volle gehen. Breitseite! Geht aber nicht. Komisch. Okay, also von der Entfernung her müsste das doch passen. Na gut. Dann mal auf die Mauer und danach auf die Kapelle. Und ja, sehr gut, das ist kaputt. So, dann schauen wir mal. Wie sieht's denn aus mit Truppen? So, hier oben bauen wir dann gleich mal die Burg hin.
Großburg. Was braucht die? 8 Werkzeug. Gut, dann sperren wir die Werkzeuge. Warten auf 8. Ach, dann brauchen wir vermutlich noch etwas Holz für den Bau der Burg. Ja, 5 Holz. So, das Kriegsschiff fährt hier rüber und holt hier hinten noch Holz ab, wo wieder fast 140 auf Lager sind. Hier gehen die Stoffe langsam aus. Das ist okay. Ansonsten haben die hier von allem mehr als genug. Kakao haben die ein bisschen da. Ja, brauchen wir ja da auch nochmal ein bisschen mehr Kakao. Schmuck haben wir hier wenig. Haben wir auf der anderen mehr? Dann können wir nämlich die Lieferungen reduzieren. So, das ist das Nahrungsschiff. Das ist das mit den Klamotten. Dem Alkohol. So, welches ist das? Das ist das Alkoholschiff. Das hier ist das Wollschiff, genau. Und das hier ist das Goldschiff. Fährt nach Abenberg. Abensberg. Achso, das wechselt immer ab, genau. Burg. Ja, Moment, das ist unten, ja. Abensberg war hier die Hauptinsel, oder? Ja, genau. Dann soll das mal nach Jersey ein bisschen weniger bringen. So, wie viel hat das denn hier auf Lager? Oh, eine Menge Gold auf Lager. Vielleicht nochmal ein weitere Goldschmiede hier bauen, das wäre eine Idee. 7 Werkzeug und 2 Holz und 10 Tonnen Holz. So, wir bauen aber zuerst mal... Ja, Moment, wir schicken erstmal das Schiff mit Holz. Na, achso. So, hier hin. Mit Holz. Überprüft eure Handelsrouten. So, wer ist da? Den Handelsrouten. Es mangelt an Alkohol. Das passt. Ach, Moment, die nehmen hier Alkohol mit, kann das sein? Die nehmen den Alkohol von da mit. Die laden in Jura 50 in das Kontor laden. Moment, auf das Schiff laden. Auf das Schiff laden. Ja, dann sollen die hier bitte keinen Alkohol mehr aufladen. Okay. So. Weil die ja dann hier immer den Alkohol abholen. Klar, dass dann auch bei der geringeren Entfernung zwischen den beiden Inseln als zu diesem Konto hier hinten, ja, vermutlich ist die Entfernung eher gleich, aber dann ja, wird denen da der Alkohol ständig entzogen. Das kann ja nicht sein. Der dringend benötigte Alkohol. So, was ist hier das Problem? Wir kriegen hier keine Erdschmelze. Moment. Abstellen. Und auch, na, das Problem war einfach, dass wir kein Holz hatten. Deswegen konnte hier auch kein Werkzeug gebaut werden. Deswegen haben wir jetzt gerade nicht genug Werkzeug für... Es mangelt an Alkohol. Für den Bau der Festung. Ist Mangelware. So, Werkzeugschmiede kann auch nochmal an. Werkzeug brauchen wir gerade besonders viel. Es mangelt an Schmuck. Ja, das wird sich auch gleich alles ändern. Weil wir können ja das Schiff schon mal rüberschicken und hier ein bisschen Schmuck abholen. Jetzt holt hier gerade wieder Schmuck ab. Das hat sogar noch Schmuck auf Lager, das Schiff. 5 Tonnen oder hat das gerade erst geholt? Na gut, auf jeden Fall holen wir hier mal Schmuck ab, denn hier brauchen die ja keinen Schmuck. Oder noch nicht so viel. Ja, eigentlich brauchen die überhaupt keinen Schmuck. Die haben noch hier keine Aristokraten. Ne, die brauchen keinen Schmuck. Also nehmen wir hier den kompletten Schmuck weg. So, das eine Schiff wird gleich da stehen bleiben. Das wird das sein, genau. Das lädt jetzt auf. Ah, hier. Den Schmuck. Und den fahren wir hier rüber. So, da haben wir jetzt schon 6 Tonnen Werkzeug. Kau ist Mangelware. 7 mangelt an Alkohol. Tonnen und gleich die große Burg hier oben stehen. An der Ecke. Das wird dann unsere Bilanz Freibeuter lauern euch auf. Ordentlich in den Keller bringen. So, erstmal das entladen. Das Schiff hier hinten parken. Freibeuter angreifen. Dann natürlich wieder die Konkurrenz. War schon viel zu lange geschont. So, und jetzt bauen wir hier oben die große Burg hin. Und dann noch eine Straße dazu und schau mal, was wir da bauen können. Ah ja.
So, seht mal an, wir bauen die. Moment, da. Zweimal und die zweimal. Brauchen wir jetzt 8 Tonnen Kanonen. 8 Tonnen Musketen, 18 Mann haben wir sogar. Sehr gut. Und der ist besiegt. Die können da angreifen. Ja, die können dann noch stehen bleiben. Hat er schon wieder eine Werft gebaut? Nein, da nicht. Hier nicht. Kakao ist Mangelware. Hier auch nicht. Sieht gut aus. Angreifen. Und auch hier keine Werft. Wunderbar. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal an der Stelle eine Pause. Dann schauen wir mal, dass wir beim nächsten Mal mit der Invasion beginnen. Wir bauen weitere Truppen und versuchen hier die blaue Insel hier vorne erstmal zu erobern und dann den Rest. Der Alkohol geht zur Neige. So, hier schon mal angreifen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!